willkommen zu meinem allerneuesten Vlog hier auf meinem Channel. Richtig cool, dass ihr mit dabei seid. Heute bin ich schon direkt auf dem Sprung. Was war jetzt das jetzt gerade? Es geht ab nach München. Ich habe mich mit Ercan für ein gemeinsames Rücken- und Bauchtraining verabredet. Und da wollte ich euch heute so ein bisschen mitnehmen. Denn dieser Vlog hat so ein bisschen mehr den Schwerpunkt Training. Genau, weil letztes Mal war Ernährung mit dabei. Ja, da würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg. Aber davor packe ich noch in meine Tasche mein Essen für nach dem Training. Das nehme ich gleich direkt mit und der hat schon eine Mikrowelle und dann mache ich mir das warm. Und zwar, das sind einmal hier Kartoffeln mit Brechbohnen. Die mache ich mit Zwiebeln und Knoblauch und obendrauf habe ich ein Kabeljaufilet. Dann mein Training nach dem Shake, alles klar. Mein Shake, nein, für das Training. Also mein Training nach dem Shake. Und da ist jetzt drin BCAAs, 5 Gramm Kreatin und so ein Mineralgetränk. Denn hier habe ich so meine kleine Mineralbar in meiner Küche. Und zwar verschiedene Geschmacksrichtungen, so Vitaldrinks. Weil ihr wisst schon, mit Elektrolyten, L-Carnitin und all dem ganzen tollen Zeug, was das Fett zum Schmilzen bringt. Aber das ist eigentlich nicht so die Sache, warum ich das eigentlich mit rein tue. Sondern das Kreatin ist halt geschmackslos. Mein BCAAs auch und das ist halt einfach ein bisschen nach was schmeckt. Dann seht ihr hier auch schon, habe ich noch Zughilfen für das heutige Rückentraining mit dabei. Und das hier ist mein Kamm, den ich auch mit dabei habe. Also an sich ist das eben so mein Leben, diese Tasche. Man sieht hier oben, habe ich auch hier so mein Campingbesteck immer mit dabei. Hier Kaugummis, ein kleines Deo-Spray und dann noch so eine kleine Kosmetikecke mit Handcreme und Lippenbalsam. Und dann noch zu guter Letzt, am besten hier für diese Kamera 3 Akkus, da das bei mir nie hält. Ja, da habe ich einfach alles drin. Also ich mag es einfach immer gerne ausgerüstet zu sein. Das heißt, egal wo ich bin, fragt mich jemand, hast du eine Gabel? Komme ich mit einer Gabel her. Sagt er, ich habe keinen Stift zum Schreiben. Wer hat den Stift? Die Sophie hat den Stift. Aber wenn ich dann meistens zum Beispiel auf ein schickes Abendessen gehe oder einfach mal mich herrichte und ein tolles Kleid anhabe, dann sieht halt dieser Kasten nicht so grazil dabei aus. Da! Bei jeder Schwelle hoffe ich ja so, dass die Kamera hält. Ihr wisst gar nicht, wie diese Konstruktion da aussieht, wie ich am Auto. Boah, scheiße. Oh, ich sag's euch, ich liebe Klimaanlage, so kalt wie möglich und dann direkt ins Gesicht. Ja, und jetzt sehe ich auch gerade, dass der Akku schon alle ist. Gut, dass ich gleich 3 mitgenommen habe, denn ich muss heute noch einiges abfüllen für euch. Und die Kamera fällt mir heute die ganze Zeit irgendwie entgegen. Und ich finde das hier im Straßenverkehr auch jetzt gerade nicht sicher genug. Safety first. Deswegen fahre ich jetzt einfach nach München. Sieht vom Verkehr her ganz nett aus. Und dann sehen wir uns in Ercans Bon Gym wieder. Bis gleich. Ich filme hier ganz spontan rein. So, wir haben ja einmal Nina und Jens beim Ercan. Ich habe schon 5 Kilo angefangen. Ich muss es dir mal anschauen. Zeig. Oh, das kriegt man hin. Ja. Wow. Da habe ich schon 5 Kilo abgenommen. Da war ich schon in deinem Programm. Also, riesen Respekt. Ja, Wahnsinn. Wie viel hast du insgesamt abgenommen? 28 Kilo. 28? Ich bin komplett anders. Also voll cool. Alles. Ja, ich fand es auch sehr gut, wie sie die Übungen ausgeführt hat. Kniebeugen, muss ich ansprechen, ist die eine der wenigsten, die 100% korrekte Kniebeugen gemacht hat auf Anhieb. Dann habe ich sie gefragt, wo hast du denn gelernt, sagt sie, von euch. Ja. Also, ja, du bist ja in meinem Programm mit dabei, deswegen hast du mit uns sozusagen indirekt trainiert. Ja, genau. Ja, so über, wie soll man sagen, visuell oder so. Ja, genau. Im Bildschirm. Genau, richtig. Voll gut. Also, wenn man will, funktioniert das. Also, wir sind sprachlos. Hammer, sie sieht echt richtig grandios aus. Danke. So Leute, ich esse meine Reste, die ich in der Früh nicht geschafft habe. Was ist das? Das ist mein Kuh. Ah ja, der sieht aber gelblicher aus als sonst. Da ist Orangenprotein drin, das ist sehr gelblich. Heute werden wir auch nämlich das gemeinsam Rücken und Bauch trainieren, da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Ich auch. Und wenn ihr noch nicht da gewesen seid, dann müsst ihr das unbedingt machen, denn ich weiß nicht, ob ihr das auf Ercans Channel gesehen haben solltet, denn das Fitnessstudio gibt es gar nicht mehr so lange. Ach, genau, 20 Monate noch, also noch lange. Oh Gott, das hört sich ja voll kurz an. Deswegen haben wir uns schon was überlegt, wo wir das Ganze neu aufmachen könnten. Wir nehmen einfach Ercans Body Gym und schieben es woanders hin. Wir nehmen einfach Bikini Bottom und schieben es woanders hin. Also wir sind sehr gelassen. Ich meine, die Nachricht kam trauriger rüber, als es ist. Wir wussten ja schon länger. Natürlich bin ich traurig. Traurig bin ich nicht, weil ich mein Studio schließe, sondern weil ich so viele Menschen
jetzt damit und mit uns leben, die auf einmal kein Studio mehr haben. Das tut mir eigentlich am meisten weh, aber ich denke, dass wir das sehr gut regeln werden und andere Location finden werden, wo wir das dann weiterführen. Und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Rückentraining. Los geht's! Ercan, mit was fangen wir an? Ich habe mir überlegt, heute erstmal Ruderübungen, das heißt Kurzhantel rudern als erstes. Und dann gehen wir rudern eng, dann gehen wir Rudermaschine und dann schauen wir, was noch dazu kommt. Ruder, Ruder, Ruder. Ich habe jetzt schon nach der ersten Übung die Schweißperlen auf der Stirn. Nicht nur Schweißperlen, ich habe so einen Pump, wie wenn ich 5 Übungen gemacht hätte. Und wir atmen. Bisschen Umänderung, wir ziehen von oben eng. Ui. Jawohl, Sophie 1. 2. Bisschen Schwung ist immer erlaubt. Komm, komm, komm. Jawohl. Sehr gut. Das war gut. So sieht sie von der Nähe. Es ist unglaublich. Schweißperlen und Sophia und Schwitzen. Das war Seltenheit. Was ist mit deinem Auge los? Jawohl. Komm, hier was. Noch einer. Komm, komm. Super. So schwer war den. Hau rein. Das sieht episch aus. Jawohl. Komm. 4. Jawohl, hau rein, hau rein, hau rein. Genauso. Genauso. Ja. Okay. Die ganze Zeit am Jammern. Aua, das Scheiße. Tut weh. Scheiße. Kruzifix. Hey, der hat schon gesagt Kruzifix. Kruzifix. Zack. Gib Gas. Jawohl. Ganz wichtig hier. Brustkorb rausdrücken. Ein Hohlkreuz schaffen. Und richtig in Ruderposition gehen, Freunde. Hau rein, Sophia. Ich sehe schon alles schwarz. Die da liegt, ist die Sophia. So, Freunde, wir haben uns für Kurzhantel Kreuzheben entschieden als 5. Übung. Ich finde die sehr, sehr effektiv, wenn man jetzt gescheit macht. Wenn man nicht zur Fußspitze, sondern Mitte des Fußes anvisiert, schaltet man teilweise beim Bizeps aus. Und wenn man die Gewichte, wie die Sophia jetzt gerade macht, vom Körper fernhält, fernhalten heißt es seitlich fernhalten und nach hinten drücken, dann presst man Trapezius und Latissimus richtig zusammen und man bearbeitet dabei die Breite des Rückens und die Tiefe des Rückens extrem gut. Probiert's mal aus. Leicht anfangen. Jawohl, Sophia, komm. Ja. Und sie ist verrückt, sie macht so schwer wie ich. Aber. So kurz vom Übergeben. Aber nur so kurz. Oh. Sehr gut. Oh. Jawohl. Hammer. So, und zwar zeigen wir euch jetzt unsere Top 3 Bauchübungen. Hier muss man auch dazu sagen, Sophia, dass vielleicht ähnliche Übungen mit anderen Maschinen genauso reinhauen, aber Effekt ist das gleiche. Ja. Wir hauen halt die einfachen Übungen, die effektiven Übungen heute rein, damit die Anfänger genauso davon profitieren können, wie die, die sich damit sehr, sehr gut auskennen. Am besten spürt man die Übung, wenn man einen Knick macht, also die Knie nicht gestreckt sind. Wenn die gestreckt sind, ist die Belastung meistens auf Oberschenkel gelegt. So ist einfach und man trifft höheren Punkt, den wenn man gestreckt macht. Ist für untere Bauch und wenn man sich geschickt anstellt, seitliche und obere Bauchmuskeln wird hier auch mit trainiert. Jawohl, Sophia. Was wir auch sehr oft befürworten, Übungen zu machen, wo man untere und obere Bauch gleichzeitig belasten kann. Und das geschieht nur dann, wenn man Oberkörper nach vorne beugt und von unten die Beine hochhebt, indem man Bauchmuskeln in der Mitte zusammenpresst und gut trifft. Was sehr wichtig ist bei der Maschine,
Überall anders darf man kein Hohlkreuz machen und hier muss man Hohlkreuz machen, damit man kein Rückenprobleme hat unter der Rückenbereich. Wie die Sophia macht, ist sehr, sehr gut. Man muss leicht wippen, man braucht nicht diese sehr große Radius wie bei anderen Muskelgruppen. Da wird gerade seitliche, untere und obere Bauchmuskel bearbeitet. Super Übung. Wir wissen auch, dass nicht jeder von euch im Gym trainiert. Also auch zu Hause kann man Bauchübungen sehr, sehr gut praktizieren. Zu Hause hat man diese Maschine nicht. Deswegen haben wir uns gedacht, auf einen Stuhl oder auf eine Bank, sogar auf den Boden hinsetzen, an die Kante möglichst, so wie die Sophia macht, mit den Händen hinten festhalten, hier leicht Beugung auch in den Knien und nicht zu sich ziehen, sondern hoch. Wie ihr seht, die Weite des Fußes unten ist gleich so weit, wie wenn sie hochkommt. Also sie zieht sich die Füße nicht heran, sondern kommt mit Oberkörper vor. Das heißt, dass sie jetzt gerade auch alle Muskelpartien der Bauchmuskeln mit beansprucht und damit ein komplettes Bauchtraining durchziehen kann. Auch hier Wiederholungszahlen nicht wichtig, Sophia. So viel man kann und dann erst Pause einsetzen. Genau, das sind unsere Top 3 Bauchübungen und wir sehen uns dann gleich unten auf der Couch wieder, damit gechillt. Zurück vom Training und wenn ihr die Hintergrundgeräusche so bemerkt, Duschen, Dusche, Fernseher, alles, ist alles lebendig hier. Habt ihr auch gesehen, wo ich reingekommen bin und zwar saß da im Büro die liebe Nina und haben ihre Geschichte gehört und die ist wirklich so krass cool und so motivierend, dass ich gedacht habe, das kann ich gar nicht für euch jetzt irgendwie vorenthalten. Letztes Jahr im Mai habe ich beschlossen, mein Leben zu verändern. Ich war sehr stark übergewichtig. Ich habe bei einer Größe von 1,64 habe ich 92 Kilo gewogen. Ich habe mich sehr schlecht gefühlt, muss ich sagen. Ich war ständig müde, alles war mir zu viel. Ich kam auch sehr schnell an meine Belastungsgrenze. Irgendwo wusste ich zwar, woran es liegt, aber ich hatte, wenn ich irgendwas weggelassen habe, auch immer wieder Hunger gehabt. Und ich muss jetzt was ändern und habe einfach mal recherchiert und habe einfach mir dann überlegt, das Programm von der Sophia zu machen. Habe natürlich auch in anderen Programmen geguckt, natürlich auch nach Kritiken. Ich bin jetzt nicht jemand, der sich sofort irgendwo blind online irgendwo anmeldet oder sonst was. Habe jetzt wirklich in diesen 15 Monaten bin ich auf 64 Kilo runter. Und ich muss sagen, meine Lebensqualität hat sich komplett, also mein Leben hat sich komplett verändert. Mein großes Ziel damals war, ich will einfach nur Normalgewicht. Einfach nur für meine Größe ein Normalgewicht. Und das habe ich jetzt erstmal erreicht. Und was ich jetzt einfach möchte, ist mit einer optimalen Ernährung nach wie vor einfach meinen Körper weiter formen. Ich will ihn straffen, ich will sportlicher aussehen. Und das ist jetzt so der nächste Schritt, den ich jetzt vorhabe. Es ist schon ein Paradebeispiel. 28 Kilo abnehmen mit über 40, sich diese Strapazen antun. Wir sagen zwar Strapazen, aber wir finden das auch, das erhöht eben Lebensqualität. Das ist respektabel. Als sie gesagt hat, 28 Kilo, ich habe erstmal gesagt, Respekt. Nur die Unzufriedenheit kann einen Menschen zur Zufriedenheit bringen. Mhm. Wenn man in einem zufriedenen Zustand sich zufrieden findet, dann hat man schon verloren. Existieren heißt nicht für mich leben, man muss leben. Lebendig ist man, wenn man mit seinem Körper vereint ist. Ja. Diese Persönlichkeitsentwicklung bleibt bei manchen Menschen auf der Strecke. Mhm. Und das kann man, indem man sich mit sich beschäftigt. Nicht mit den anderen, sondern mit sich. Was kann ich noch besser machen? Und eine wichtige Frage noch, da es ja eh schon alles sehr motivierend ist. Ich glaube, die meiste Frage, die man sich stellt, wie hat es bei dir sozusagen Klick gemacht, dass du sagst, auch wenn es mal schwer wird, dass du das trotzdem durchziehst und dran bleibst? Denn man hat ja manchmal so ein bisschen ein paar Tiefpunkte, wo man sagt, es wird schwierig. Und was hast du gesagt, du hättest auch nach einer Woche oder zwei Wochen aufhören können. Was hat so gesagt, nee, auf gar keinen Fall, ich zieh das durch? Also im Prinzip ist das Programm, ehrlich gesagt, so strukturiert, dass man eigentlich auch ständig motiviert auch bleibt. Und was ich mir auch zusätzlich noch so als Motivation, also ich habe mir immer einen Plan gemacht. Also für mich gab nie irgendwas ungefähr oder so. Ich habe mir immer einen Plan gemacht in meinem Kalender. Ich wusste ganz genau, wann trainiere ich, was trainiere ich. Ich habe mir genau aufgeschrieben, welche Rezepte ich wann wie mache. Habe meine Einkaufsliste gemacht, exakt. Und da gab es auch keinen
Wenn und aber. Klar, es ist natürlich auch Motivation, wenn man auch immer auf die Waage geht oder man merkt, hey, meine Oberschenkel werden schmaler oder so. Das ist natürlich auch, ja, klar. Und ich habe natürlich auch immer eure Videos mit angeguckt und mich damit auch immer weiter motiviert und so. Ne? Immer Fitnessvideos. Ich hatte auch mal eine Phase, wo 3 Monate lang, wo ich gerade mal 1 Kilo abgenommen habe. Und ich habe aber einfach, ich hatte diesen Plan und ich habe einfach nur weitergemacht, weil ich dachte, irgendwann kommt halt 1 Kilo runter. Weil das, also für mich war das Gewicht nicht so, natürlich habe ich wegen dem Gewicht abgenommen, aber mir ging es, das Ergebnis, wie es mir innerlich ging, war so überzeugend, dass ich, selbst wenn ich jetzt nur noch 2 Kilo abgenommen hätte, hätte ich trotzdem weitergemacht. Aber einfach diese gesunde Ernährung, ich fühlte mich damit so gut, dass ich einfach, ich, das war dann, ja, zweitrangig nicht direkt, aber es war nicht so schlimm. Finde ich echt stark, Nina. Ich hoffe, dass du auch mit unseren Plänen noch weiterhin zu sein deinen Erfolg kommen wirst, da bin ich mir eigentlich überzeugt. Wichtigste ist, kein Druck. Nee, Druck habe ich mir nie gemacht. Geduld ist die Basis zum Erfolg, Freunde. Genau. Man muss geduldig bleiben. Sie ist 40, wenn sie 10 Jahre mit diesem Übergewicht rumgelaufen ist, können wir nicht in 10 Monaten oder 10 Stunden alles wieder wegmachen. Dafür muss man Zeit nehmen, damit man Geist mit Körper verbindet und überzeugend sagt, jawohl. So, und einmal wieder bei mir zu Hause und ich sehe auch gerade in der Kamera, das Make-up habe ich immer noch nicht weggeschmiert bekommen. Ich möchte euch jetzt hier zu Hause am Ende des Videos noch ein neues Rezept zeigen und zwar eine Kreation, die mir der Zeit einfach so gut gefällt und es ist eigentlich jetzt die letzten Tage immer mein Abendessen gewesen und zwar Vanille-Joghurt-Eiscreme mit Cashew-Mousse obendrauf. Ich glaube, er stellt mich nicht scharf. Hauptsache, man sieht auch diesen Mixer hier scharf. Also was ihr wirklich für das Rezept braucht, ist ein Hochleistungsmixer. Das werdet ihr gleich anhand der Zutaten sehen. Ich habe jetzt hier 8 Stück Eiswürfel drin und dazu gebe ich jetzt hier einmal 250 Gramm Magerquark. Dann könnt ihr natürlich das würzen sozusagen, wie ihr wollt. Ich gebe jetzt hier statt Flav Drops, gebe ich hier so ein Flavoring Pulver hinein und zwar in der Geschmacksrichtung Shortbread, also ich glaube das ist Butterkeks, einen so einen Scoop. Und dann kommt die Geheimzutat und zwar, dass sich eben der Quark und die Eiswürfel, dass es eben nicht so separate Klumpen sind, dass es eben eine homogene Masse wird. Und zwar nehme ich dann dafür 5 Gramm Xanthan-Gum oder Xanthan-Pulver. Das Ganze ist Low Carb und ist ein Bindemittel. Also man sollte wirklich das in Maßen verwenden. Also nicht, dass die jetzt bei jeder Mahlzeit das irgendwie verwendet. Ich esse eben ab und zu dieses Eis am Abend. Die letzten Abende halt ein bisschen öfter, aber da benutze ich auch nicht mehr als 5 Gramm. Und bevor ich es vergesse, ganz wichtig noch, frische Bourbon-Vanille. Also das macht das Vanilleeis dann perfekt. Zu dem Ganzen geben wir jetzt noch kaltes Wasser hinzu. Ich gebe jetzt hier ein Verleitungswasser rein. Und zwar so viel, dass mindestens die Eiswürfel unten komplett mit Wasser bedeckt sind. So. Und jetzt braucht ihr eben was sehr leistungsstarkes, denn jetzt müssen die Eiswürfeln gemixt werden. Und diese Masse geben wir jetzt einfach hier in eine große Schüssel rein. So, und das Ganze kommt jetzt hier für den ersten Kühlgang für circa 10 Minuten ins Gefrierfach, damit die Oberfläche fest wird. So, das Ganze ist schon mal schön fest geworden. Es war circa 10 Minuten drin, also hat hier so eine harte Oberfläche. Und jetzt kommen wir an das Schöne. Und zwar nehme ich einmal hier 40 Gramm von dem Cashew-Mousse und das kommt jetzt nochmal für weitere 10 bis 15 Minuten ins Gefrierfach, dass das ja auch nochmal fest wird, aber nicht zu fest, sondern genau richtig. Ist oben jetzt fest geworden. Ich habe nochmal einen Haufen Zimt drüber gegeben. Also es sieht jetzt optisch nicht so ansprechend aus, wie es tatsächlich schmeckt. Und klar kann man das Ganze ja auch mit gefrorenen Obst machen. Das heißt Bananen und Beeren. Aber ich mache das eben derzeit mit Quark und Eiswürfeln, da ich eben noch nie so wirklich die fruchtige war. Also so Sorbet-Geschichten, sondern ich stehe eher so auf Milchiges, auf Vanille, Schoko, Cookies and Cream, auf solche Geschichten. Und Joghurt-Eis habe ich schon früher immer gerne
gerne gegessen. Und wenn es euch schmeckt und euch das Video gefallen hat, dann würde es mich natürlich freuen, wenn ihr mir hier einmal einen Daumen nach oben gebt. Und ihr könnt auch mit einem Klick meinen Channel hier abonnieren, damit ihr auch beim nächsten Video mit dabei seid. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr in den nächsten Vlogs sehen wollt. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao!